Hallo ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin und ich mache einen kleinen Vlog und nehme euch natürlich mit. Aber was mich besonders freut, ist das hier. Und das habe ich euch zu verdanken. Warum? Weil ihr mir so folgt und weil ihr einfach immer wieder meine Videos schaut. Und da bin ich aufgefallen, eine Redakteurin einer Zeitung. Und schaut euch das mal an. Hier gibt es nämlich Beauty-Tipps. Beauty-Tipps, wie ihr das kennt von mir. Hier seht ihr mich. Und das ist was, wo ich einfach sagen kann, vielen, vielen lieben Dank. Das habe ich euch zu verdanken. Danke. So, jetzt sind wir nach langer Fahrt angekommen am Wittenbergplatz an der U-Bahn-Station. Und schaut mal da. Hier. Das ist das KDW. Und hier drüben ist unser Hotel. Ja, besser kann man es ja wohl nicht antreffen. Ist ja nur ein Katzensprung ins KDW. Ja, erster Eindruck, sieht doch schon ganz schön aus, oder? Was sagt ihr? So, hereinspaziert. Oh, sieht doch schon ganz nett aus. Mhm. Ja, gefällt mir schon mal gut. Kennt ihr das? Dass man auch direkt dann noch mal schaut, wie sieht das Badezimmer aus. Ja, alles Paletti. Ja, wer mich kennt, kann sich vorstellen, mein erster Gang ging ins KDW. Haare, Make-up, Styling, ja, das ist das, was ihr kennt von meinem Kanal. Chanel, Dior, Charlotte Tilbury, MAC, all diese tollen Marken. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Inspirationen, nach neuen Make-up-Ideen für euch. Das ist die ganz neue Palette von Charlotte Tilbury. Schaut euch das mal an. Ist die super. Die finde ich aber richtig gut. Und dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wer diesen Kult-Bronzer kennt. Also ich habe ihn noch nicht, aber ich liebäugel schon die ganze Zeit damit. Den finde ich so super. Und ich glaube, ich werde jetzt mal vor Weihnachten zuschlagen. Luxus-Parfums mit ganz edlem Design. Also kannte ich selbst noch nicht. Habe ich noch nicht so gesehen, aber sieht ja auch toll aus, ne? Yves Saint Laurent, die soll ziemlich gut sein. Da habe ich auch noch keine, aber irgendwie ist die gerade Kult und total angesagt. Ja, das will ich mir jetzt die Tage auch mal genauer anschauen und werde die mal testen. Aber die muss super gut sein für eine reife Haut. Hier filme ich für euch mal die neue Chanel-Kollektion. Also ich selbst habe zwei Lip-Liner davon. Die haben eine sehr hohe Deckkraft und auch gute Haltbarkeit. Ja, Chanel orientiert sich natürlich immer an der Mode und schaut genau nach den Farben. Apropos Mode. Ja, Kult ist grün dieses Jahr. Da passe ich doch richtig gut dazu. Schaut euch das mal an. Als hätte ich das gewusst. Also mein Mantel ist noch von Pinko aus der Wintersaison. Und wie ihr seht, ja, schwarz und grün. Aber ich denke, das habt ihr zu Hause auch wahrscheinlich noch in eurem Kleiderschrank. Hier nur eine grüne Mütze. Und hier bin ich ein bisschen unsicher. Ja, eine schwarz-grüne Tasche. Braucht man die oder braucht man die nicht? Was meint ihr? Ja, aber das ist auch immer interessant. Wir Mädels, wir lieben einfach Glitzer. Und auch jetzt die Kombination Silber und Gold finde ich auch irgendwie ganz cool, weil manchmal kann man sich nicht entscheiden. Und wenn du einen neutralen Hautunterton hast, dann passt dir nämlich beides, Silber und Gold. Und Glitzer, ja, da schlägt das Mädelsherz auch wieder höher. Swarovski-Steine, ja, ganz edle Metalle mit runden Griffen. Man muss es nicht immer im Designbereich kaufen. Man kriegt solche Kopien auch super gut bei Mango oder Zara. Und wenn so ein Look einfach mal so ein bisschen aufgewertet wird mit Glitzer, hier haben wir wieder Gold und Silber, ja, dann schaut doch mal, ich würde persönlich investieren in Stücke, die vielleicht eher schwarz sind. Ja, schwarz oder weiß, alt neutrale Farben, die du lange tragen kannst. Und das ist die neue Kollektion von Prada. Prada hat Mondtaschen, sogenannte runde Taschen, runde Formen. Schaut euch das mal an. Und wie eben schon erwähnt. Ich bin jetzt hier gerade bei COS und bin schon lange dran und am Überlegen, welche dieser zwei Taschen ich mir kaufen soll. Da ich allerdings selbst
ja, eher schwarz habe, glaube ich, tendiere ich ja wahrscheinlich hier zu der beigen. Oder was sagt ihr? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Oder was denkt ihr, welche ich mir mitgenommen habe? Also die finde ich irgendwie total cool, passt natürlich auch gut. Und die hier. Trägt man natürlich jetzt auch so ganz lässig. Ist auch aus Leder. Finde ich richtig cool und ich glaube, das wird sie sein. Oh Mann, vor lauter Shoppen hätte ich es fast vergessen. Wir haben ja noch eine Lichterfahrt gebucht. Ab in den Bus. Wir sind jetzt hier in Berlin, Festival of Lights am Fernsehturm. Und das möchte ich auf jeden Fall auch sehr gerne mal im Video drin haben. Schaut euch das mal an, wie toll das gemacht wurde. Hier wird gerade der Eiffelturm gezeigt und jemand, der hier in einem Haus runterklettert. Das ist unglaublich. Ich gehe jetzt mal auch mal ein bisschen hier rüber. Schaut euch das mal an, wie die Kirche da so beleuchtet ist. Also 40 Punkte gibt es jedes Jahr in Berlin, die uns das eben so zeigen und das finde ich einfach toll. Unglaublich schön, angestrahlt, wow, natürlich unglaublich viele Menschen hier und ja, das wird also auch noch nicht nur so angestrahlt, sondern hier läuft auch noch Musik. Es ist unglaublich schön. Der Berliner Dom ist hier links vom Fernsehturm. Das haben wir ja eben gesehen. Also er wechselt unglaublich die Farben und ja, ist immer wieder was Neues zu sehen. Wow. Total schön. Hier ging es jetzt um menschliche Werte. Ja, Menschlichkeit, Rücksichtnahme, Inklusion, das sind alles die Themen, die beschäftigt die Künstler. Und die Künstler haben also diese Bilder gemalt und die wurden dann auf die Gebäude projiziert. Und ja, das sieht wirklich unglaublich toll aus, war richtig, richtig was los. Also Menschenmassen waren da unterwegs und bestaunten diese ganzen Gebäude. Ja, sieht toll aus, ne? Muss ich sagen. Also wer es nicht gesehen hat, hat tatsächlich was verpasst. Ja, Brandenburger Tor, das kennen wir natürlich alle, das Wahrzeichen der Stadt. Ja, das sieht toll aus, muss ich sagen. Also die unterschiedlichen Farben und es war eigentlich sehr ruhig, es war ein schönes Miteinander und das hat mich besonders berührt. Ja, warum? Weil das haben Kinder gemalt aus dem Kinderhospiz Sonnenhof und sie haben Bilder gemalt, die dann auch hier auf das Gebäude aufgezeichnet, aufgestrahlt wurden und das hat für mich natürlich ein besonderen Hintergrund, das hat mich berührt, wie schön die Kinder da gemalt haben und Schloss Charlottenburg da angestrahlt wurde. Da hat früher die Prinzessin gewohnt, die dann den König von Preußen geheiratet hat. Ja, lasst es einfach mal auf euch wirken, was die Kinder sich da für eine Mühe gegeben haben. Das fand ich sehr, sehr emotional, muss ich sagen. Ja, so ein langer Tag macht natürlich auch irgendwie eine trockene Haut und ja, jetzt wird wie morgens und abends die Haut immer schön gereinigt mit dem Kalmbalm. Da zeige ich euch gerade mal, was ich da so mache. Ich werde immer gefragt, machst du die ganze Prozedur? Ja, das mache ich und es geht eigentlich recht schnell. Ihr seht, ne, schnell den Kalmbalm drauf, dann einmal abwischen, dann nehme ich den Bubble Double, das ist ja dann eben dieser schöne Schaum mit Granatapfel, den gebe ich mir so auf die Haut und dann habe ich ja von Foreo mein Reinigungsgerät. Das nehme ich also in der Regel abends immer, manchmal auch morgens, wenn der Teint so ein bisschen fahl ist. Ja, wenn irgendwie mir so der Glow fehlt und für einen schönen Glaskinn. Ja, natürlich sind wir keine 20 mehr, aber trotzdem möchten wir unsere Haut schön pflegen. Und vor allen Dingen brauchen wir Feuchtigkeit. Dann nehme ich immer den Mist Have, da ist Aloe Vera drin.
Und auch ja, dieses pflanzliche Schneckenschleim, das ist die Augencreme zum Abschwellen. Denn morgens, wenn ich aufstehe, das habt ihr bestimmt auch, sind die Augen so ein bisschen geschwollen. Und ja, dann fühlt sich ganz gut an, es wird glatt. Ja, alles, was ich dann so habe, das gebe ich mir dann nochmal so auf die Hände. Das ist der Repair-Serum. Da gebe ich mir ein paar Tropfen auf die Wangen, auf die Stirn und verteile das dann nochmal schön. Und anschließend kommt dann immer die Tagescreme darauf. Aber Serum zieht halt einfach besser ein und macht die Haut sehr, sehr pflegend. Kann man ein bisschen einklopfen, soll man auch, damit es besser in die Haut eindringt. Ja, dann die Tagescreme. Und heute möchte ich mich gar nicht viel schminken. Ich werde gleich nur so ein bisschen Lippenstift nehmen, ein bisschen Kajal und vielleicht die Wimpern noch tuschen, klein bisschen Rouge, dann bin ich fertig. Und die Reste mache ich mir immer auf die Hände. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte nie ohne Sonnenschutz. Outfit-Check, flache Schuhe für die Stadt, große Tasche, weil wir gehen ja shoppen, Culotte und Streifen, ganz angesagt. Ready for Berlin! So, wir sind jetzt unterwegs und ja, wir gehen jetzt zum Potsdamer Platz, beziehungsweise nehmen jetzt hier die U-Bahn-Station am Wittenberger Platz und ja, dann schauen wir mal. Ich freue mich schon, weil es geht jetzt zur Mall of Berlin. Ich bin schon ganz gespannt, also ist eine große Mall, gibt es auch bestimmt viel zu sehen und ja, jetzt geht es erstmal zur U-Bahn. So, hier ist richtig was los, jetzt schaue ich mal, AB 24-Stunden-Karte. Ja, als Landkind ist das gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich schaffe das. 9,50 Euro, schauen wir mal. Ja, ich bin natürlich den ganzen Tag unterwegs, logisch. Kommt da die Karte? Ja, kommt da nicht. Restgeld, Fahrschein. Ah, da kommt der Fahrschein und das Restgeld. Geschafft. Bei dir würde ich mir auch einen Lockenstab kaufen, Baby. Ja, ganz schön was los in Berlin. Das war jetzt eben so eine lustige Situation. Der junge Mann hat gefragt, was machst du denn da eigentlich? Ja, ich mache ein Video für meinen Kanal, für die Frauen 50 plus. Und was geht's da? Ja, um Locken zum Beispiel. Und dann hat er seine Haare aufgemacht und hat gesagt, oh, Locken habe ich auch. Guck mal, ich möchte mal mit in dein Video. Ja, was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, okay, gut, komm in mein Video. So, jetzt freue ich mich aber. Jetzt geht's zur Mall of Berlin. Wir gehen zum Potsdamer Platz und ja, schauen uns mal an, was es da so gibt und was es an Kosmetik und Mode gibt. Ich denke, das interessiert euch auch. So, von oben oder von außen sieht die ja relativ unscheinbar aus, aber da muss ich sagen, wenn wir gleich drin sind, da werdet euch wundern, was uns da alles erwartet. Schokofabrik, oh, ob ich hier vorbeikomme? Ja, muss ich. Oh, Café Lucré. Oh mein Gott, schaut euch das an. Cupcakes. Wow. Die sehen aber auch wirklich super klasse aus. Schaut euch das mal an, total schön. Super. Oder was ist das denn? Die Streuselbar. Alles mit Streusel. Das Beste aus Omas Zeiten. Oh, hier gibt es ganz, ganz exklusives Parfum. Hier riecht das so schon nach Oud-Düften. Falke, Swarovski, Peko Glockenburg. Ja, wie steht ihr zu Trenchcoat? Das ist ja auch wieder so absolut jetzt gerade aktuell und in. Ja, also eigentlich habe ich gar keinen Trenchcoat. Ganz komisch, weil ich immer gedacht habe, ist mir zu klassisch, zu konservativ. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, ne, also hier mit diesen Chunky Boots sozusagen, dann, ja, dann sieht es doch irgendwie ganz cool aus. Vielleicht soll es doch mal ein Trenchcoat sein.
Und wie gesagt, Silber, ne? Silber ist ja auch jetzt irgendwie gerade ganz aktuell. Also den finde ich zum Beispiel super cool und könnte ich mir auch vorstellen, wenn man jetzt das kombiniert, also auf das Kleid, dann würde ich auch sagen, doch, das finde ich echt schön. Weiß ich nicht, hier gibt es auch nochmal so einen silbernen Rock. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr mutig, für Berlin ging es vielleicht. Dann auch noch in der Kombination hier mit den Schuhen. Oder wie gesagt, Leder und Silber auch immer eine Option. Also ich selbst habe jetzt auch noch so einen grauen Mantel aus der letzten Saison. Das ist immer so ein Teil, das könnt ihr natürlich ewig lang anziehen. Und wenn das modisch aufgepeppt werden soll, finde ich das auch irgendwie mega cool, wenn man mal so schimmernde Stoffe, also mit so was Klassischem kombiniert. Oder aber auch, wenn wir einfach mal was Glitzerndes ja zu so einem ganz schlichten Outfit nehmen. Also ich finde das immer ziemlich spannend. Das finde ich jetzt also auch super schade und manchmal gucke ich auch nach Schnäppchen. Der alte Preis war 100 Euro und leider macht Hall-Uber zu und jetzt für 10 Euro. Also ich glaube, echt, die probiere ich mal. Die finde ich für den Sommer irgendwie super schön noch. Schade, ich finde es so schade, dass die zumachen, aber es passiert ja mit vielen. Es wird halt einfach viel online gekauft und ja, dann passiert das, dann wird geschlossen. Ich stehe jetzt gerade hier bei Pat. Pat ist eine Make-up-Artistin und ich habe einige Artikel davon und muss sagen, was ich besonders toll finde, sind die Lip-Liner, weil die wirklich den ganzen Tag halten. Und ich mache mir gerade Gedanken darum, dass was passiert mit dem ganzen Glitzer? Ab dem 15.10. darf ja in Kosmetik kein Glitzer mehr drin sein. Und jetzt frage ich mich aber, wir haben ja hier in den ganzen Produkten, die wir haben, und so eine Palette, die ist ja mindestens über 1 oder 2 Jahre, keine Ahnung. Und dann frage ich mich, was passiert eigentlich mit dem ganzen Glitzer, was es ja schon gibt. Als hätten wir sonst keine Sorgen außer Glitzer. Wir sind jetzt vom Alexanderplatz gelaufen zu den Hackchenhöfen. Die Hackchenhöfe sind bekannt, um abends ein bisschen auszugehen, aber auch für ganz, ganz tolle kleine Läden, die wir uns aber morgen anschauen werden. Also wir wollen jetzt den Abend hier verbringen und nochmal rüberlaufen zu den Hackchenhöfen. Und das wollte ich euch nochmal zeigen, weil es hier also echt noch ganz nett und ganz ursprünglich ist. Und es gibt so ganz kleine Boutiquen hier. Ja, wir sind jetzt hier am Hackscher Hof, dem Restaurant. Das sieht ganz toll aus. Und gehen jetzt mal in die Hackchenhöfe hier eben einmal rein. Das ist total schön hier. Also wenn ihr in Berlin seid, ist es auf jeden Fall eine gute Adresse, mal hier reinzugehen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in den Hackchenhöfen. Hier gibt es viel Kunstgewerbe und schöne Möglichkeiten, sich hinzusetzen, lecker zu essen. Und hier ist noch Kino und Theater und schöne Bars und Restaurants. Also vor allen Dingen, wir haben jetzt ja Freitagabend. Es ist wunderschön hier. Und wie gesagt, also so mild heute. Ja, wir gehen mal eben einmal hier durch. Die Hackchenhöfe haben bis 22 Uhr geöffnet. Das heißt also, ihr könnt im Prinzip auch relativ lang hier überall bummeln gehen und stöbern. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Adresse hier. Das ist jetzt hier eine Fertigung für Gürtel. Und ja, das lädt hier ein. Das ist ein wunderschöner Innenhof. Es gibt interessante Sachen. Wie gesagt, hier mal Gelee, Schaumgummi. Und hier gibt es noch ein paar schöne Taschen. Was Besonderes auch. Und ja, hier noch ein ganz schönes kleines Geschäft. Schaut euch das mal an. Einige sitzen hier, schauen sich das Ganze an und ja, lassen es einfach so ein bisschen auf sich wirken. Schmuck gibt es hier noch. Und da vorne gab es noch ein tolles Geschäft mit Süßigkeiten und Nougat. Also wirklich schön. Hier soll man auf jeden Fall mal gewesen sein. Und obwohl es, wie gesagt, Freitagabend ist, relativ ruhig. Und wie ihr seht, die Damen machen auch ein Päuschen hier. So, und hier das älteste Café am Hackchenmarkt. Das ist auch ein bisschen Kult hier.
Schaut euch das mal an. Tja, Kaffee gibt's auch. So, da nehme ich euch jetzt auch mal mit. Wie gesagt, älteste Kaffee. Und ja, hier ist natürlich richtig, richtig was los. Aber das ist natürlich jetzt hier typisch Berlin. Hinterhof-Atmosphäre, viele, viele junge Leute. Und dann zeige ich euch hier hinten nochmal, da geht es nochmal durch. Ja, was hier halt so angesagt ist, das ist das Berliner Nachtleben. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so unser Alltag. So, ihr Lieben, dann sag ich mal Prost. Ja, wir haben uns jetzt noch ein paar Tapas bestellt und ich glaube, wir haben unsere 10.000 Schritte voll. Und ich habe so einen Hunger jetzt. Und jetzt wird noch mal lecker gegessen. Was haben wir denn da alles? Datteln im Speckmantel und ein paar Meeresfrüchte. Und das habe ich früher schon so gerne gegessen. Gefüllte Eier. Kennt ihr bestimmt auch noch. Ja, guten Appetit. So, guten Morgen. Outfit-Check heute im pinken Hosenanzug. Crossbody-Bag. Flache Schuhe, aber mit Plateau. Ja, ready to go. Auf zum Prenzlauer Berg. Ja, hier wollte ich hin. Wir sind jetzt in der Kollwitzstraße am Kollwitzplatz. Das ist am Prenzlauer Berg. Und hier ist immer samstags so ein ganz toller Wochenmarkt. Und da gibt es viele alternative Sachen. Viel ja, zu essen und zu trinken. Mal ein bisschen was anderes. Ja, ich nehme euch mal mit. Ja, hier gibt es Seife und Käse, Handwerkskunst und ja, das finde ich hier immer irgendwie ganz toll. Es hat so eine unheimlich schöne Atmosphäre und so am Prenzlauer Berg ist natürlich ein bisschen locker und ja, lass mal schauen. Wir lassen das mal auf uns wirken. Das ist ja nett hier. Ja, das sind Trockenblumen, Trockengrenze. So richtig herbstlich schöne Grenze. Sieht echt hübsch aus. Ein Apple Crumble. Mit Sahne? Ja, wenn ich schon mal hier bin. Ja, schon. Genau. Danke. Ups, oh, sorry, Entschuldigung. Der Wind. Na, sieht ja lecker aus. Na, ich hoffe, es schmeckt. Ja, ganz bestimmt. Dankeschön. Ich nehme mir mal hier so ein. Dankeschön, vielen lieben Dank. Danke. Tschüss. Das sieht aber lecker aus. Ja, das ist wirklich total lecker. So ein warmer Apfelkuchen. Und ja, hier ist es echt total schön. Samstagmorgen mit den ganzen Leuten hier. Und ja, das ist wirklich schön entspannt in so einer Stadt, die pulsiert, wo den ganzen Tag irgendwo was los ist. Es ist echt mal schön, mal so am Samstag auch ja, so ein Alternativprogramm mal zu machen. Und köstlich. Hier gibt es ein paar schöne Körbe und Filzschuhe. Ah, die kenne ich von früher noch. Die hatte ich in meiner Jugend auch mal, dass es die überhaupt noch gibt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und ein paar Filzpantoffel. Sieht ja cool aus. Guten Morgen, Outfit-Check. Heute geht's zum Boxhagener Platz. Da ist ein Flohmarkt. Es ist Sonntag. Alle Geschäfte sind geschlossen. Also haben wir ein bisschen Kultur und vor allen Dingen ein Schokoladenhaus Rausch. Das ist hier Kult. Da muss man hin, habe ich mir sagen lassen. Ja, mein Outfit for the day ist einfach eine schwarze weite Hose, schwarzer Rollkragen.
Kragenpulli, Trenchcoat, ich denke, das geht immer, die neue Tasche von Kohs und meine neuen Ohrringe von Kohs. Ja, dann begleitet mich gerne, lasst mal gucken, was so los ist in der Stadt. Ja, schon angekommen und gut, was los. Ja, lasst uns einfach mal gemeinsam jetzt darüber schlendern und uns anschauen, was es da so gibt. Hier gibt es jetzt noch ganz alte Schallplatten. Ist ja auch wieder voll aktuell. Ja, cool. Da sind immer die Liebhaber unterwegs. Boogie Woogie. Kennt ihr den noch? Manche von euch kennen den ja noch. Da kann man an der Seite noch so richtig drehen und setzt es dann drauf und kann sich dann die Schallplatte anhören. Ja, die Schallplatten dazu haben wir ja da vorne schon gesehen. Also irgendwie ein ganz interessanter Markt. Erinnert mich so ein bisschen an Frankreich, so die französischen Märkte. Ja, also es gibt wirklich was zu gucken und interessante Sachen zu kaufen hier. So Vintage, alte Bücher und ja, Dinge, die einfach mal irgendwo wahrscheinlich waren und sehr viel Freude gemacht haben. Und ja, die dann hoffentlich wieder in Hände kommen, die da was mit anfangen können. Oh, nice. Ich bin ja jetzt an einem ganz besonderen Stand und zwar hier geht es um Lavendel. Und was mich hier anlacht, ist auch der Lavendelhonig. Und überhaupt, was ist das Besondere denn überhaupt an dem Stand und überhaupt auch an dem ganzen Markt hier? Nun, dieser Stand, ich bin der Lavendelmann, hallo. Hallo. Und dieser Markt, er ist halt sehr bunt. Berlin hat sehr viele Gesichter und das ist das bunteste von allen. 70% der Gespräche nicht auf Deutsch. Und guck mal an, jeder fünfte nicht bis unter die Nase tätowiert. Das spricht für Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Und jetzt kommt's, hier wird so gar nicht gesoffen. Geh mal auf den Mauerpark. Siehst du hier irgendein Bier? Nein. Woanders? Ja, ganz anderes Ambiente, gefällt mir. Das stimmt, also ich muss auch sagen, ich finde es hier ausgesprochen schön, bin auch das allererste Mal da und ich nehme natürlich ein Sträußchen Lavendel mit und auch von dem Lavendelhonig hätte ich gerne was. Gerne. Super toller Markt, hat richtig Spaß gemacht, es gibt viele, viele alte Sachen und ja, besondere Sachen wie eben der Lavendelmann. Jetzt geht's weiter zum Kaffeerausch, eine Schokolade trinken. So, das war jetzt auch noch mal eine Empfehlung von der Frau Carsten von der Simone. Also auf jetzt mal einen Schokoladencafé. Ja, da gibt es jetzt nicht nur das Schokoladencafé, sondern hier kann man auch leckere Pralinen kaufen, schon für die Weihnachtszeit in den Baum. Schaut euch mal um, Adventskalender gibt es auch. Und schaut euch mal die leckeren Pralinen an. Ich glaube, da muss ich mir 2, 3 gönnen. Ich nehme 3 Öl. Da weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Oder hier so Fruchtschokolade. Lecker. Aber ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal nach oben und trinken mal einen Kaffee. Ich bin der Meinung, das soll man sich mal angucken. Das sind nämlich Kakaobohnen. Und da wird die leckere Schokolade mit hergestellt. Ja, interessant. Auch die unterschiedlichen Sorten und wo der Ursprung ist. Wie man sieht, ein bisschen Geduld muss man mitbringen, aber die haben wir. Warten hat sich mehr als gelohnt. Eine tolle Aussicht, ein leckeres Törtchen. Ich sag mal Prost, guten Appetit und ein Herzchen für euch ist auch dabei. Da unser Hotel wirklich nur 2 Minuten gegenüber dem KDW ist, ja, das hat meine Mutter immer schon gemacht, noch mal ganz schnell springe ich noch mal rein und schaue mir noch mal so ein paar Sachen an. Ja, glaub nicht immer, dass ich das alles kaufe, aber ich schaue einfach so gern. Und dann muss ich immer mal ein bisschen gucken, gibt es kleine Taschen, große Taschen, wie sind die Formen, ja, wie kann man das vielleicht auch in günstiger bekommen? Oder ja, manchmal investiert man vielleicht auch in so ein schönes Stück. Da denke ich mir aber immer,
ja, eigentlich soll es etwas Klassisches sein, obwohl es mich immer wieder zu dem Glitzer hinzieht. Ich kann euch gar nicht sagen, warum, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da ist man einfach Mädchen, da findet man einfach diese Swarovski-Steine toll und ja, einfach schön, oder? Was sagt ihr denn? Aber vielleicht zu teuer, oder? Ja, jetzt mal ein Stopp, Kleinigkeit essen. Und ich habe so eine total trockene Haut. Kennt ihr das? Ich habe das immer dabei. Mein Erfrischungsspray von Yepoda. Oh, Gott sei Dank. Da hat man so eine trockene Haut immer. Ja, die sitzen im Übrigen hier auch in Berlin. Und ja, dann würde ich sagen, mal schöne Grüße. Mensch, hier wollte ich euch noch was Nettes sagen, aber Mikro hat nicht funktioniert. Ja, auch die schönste Reise hat ein Ende. Das war mein Berlin-Vlog für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einige Eindrücke von der Stadt mitnehmen können. Ja, jetzt geht's ab nach Hause und ja, ich freue mich auf das Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.